So, da sind wir wieder bei Let's Play Star Ocean The Second Story. Wir haben gerade die ID-Karte erhalten. Und wir wurden nach L gespült, nachdem wir einen Kampf verloren haben. Und konnten aber zum Glück noch mit unserer Gruppe zusammenschließen. Also sie haben es überlebt. Und wir haben uns jetzt hier Ausrüstung mitgenommen. Ich hoffe, ich habe alles gefunden. Und ja. Wofür können wir das verwenden? Jo. So. Das war auch schon eigentlich alles, was man hier tun kann in diesem Dorf. Und jetzt passiert das hier. Alles in Ordnung, Commodore. Commodore, noch 8 Stunden und 27 Minuten bis zum Eintreffen am Ziel. Die Kalnos. Commodore, hörst du mir zu? Commodore, ich kann deine Gefühle verstehen, aber du musst dich zusammenreißen. Unregelmäßige Energieaktivität im System Actura des Sektors Theta festgestellt. Das weiß ich bereits. Es ist ein energiegeladener Körper mit einer Lebensdauer von 7527 Jahren. Ja, dein Gedächtnis ist unglaublich, Commodore. Commodore, was ist das? Was? Vom vierten Planeten des Systems Actura scheint ein unbestätigter Hilferuf zu kommen. Gib mir die Daten des vierten Planeten. Der vierte Planet besitzt eine Bevölkerung von ca. 1 Milliarde Klasse M. Seit kurzem ist eine Umlaufbahn aufgrund des Einflusses des energieladenden Körpers unregelmäßig. Das System Actura muss erst noch untersucht werden, nicht wahr? Das ist korrekt, Sir. Bislang stehen noch keine Berichte von den Forschungsteams zur Verfügung. Hilferuf bestätigt. Übertragung auf dem Hauptmonitor. Aber das ist ja von der Föderationsdienstnummer 1449-2356-8733-1292G. Okay. Könnte das Cloud sein? Commodore. Volle Warp-Geschwindigkeit Richtung Actura 4, sofort! Ja, Sir! Die scheinen uns gefunden zu haben. Das ist schön. So. Speichern. Einmal mehr. Gut. Und nun begeben wir uns. Da sind Ruinen, da begeben wir uns aber nicht hin. Wir begeben uns jetzt zu dem Turm da. Aber vorher, meine Nummer Fertigkeiten. Oder auch nicht. Okay, wir begeben uns gleich zu dem Turm. So, ich habe jetzt allerdings überhaupt keine Ahnung, ob ich stark genug für das alles hier bin. Dieses Illuria. Ach du meine Güte, es ist fast, als wäre es gar keine Stadt mehr. Weshalb ein solches Gebäude? Cloud? Mein Anhänger leuchtet wieder. Könnt ihr auf die Hexenkugel reagieren? Es bringt nichts. Wir können hier nicht rumtrödeln. Wir müssen weiter. Ja, ihr wisst ja, diese Salamander-Viecher. Diese starken mit dem Feuerdingens. Hier gibt es eine stärkere Version davon. Auch doppelt teilweise. Deswegen habe ich echt keine Ahnung, ob ich stark genug schon bin. Ich hoffe es einfach mal. Und ich denke, ich werde auch wieder die normalen Attacken jetzt erstmal reinmachen, die ich sonst immer benutze. Ansonsten könnte das hier echt schlecht ausgehen. ID-Karte erkannt. Tür wird geöffnet. So. Luftschnitt und Kopfspalter. So, da steht jemand. Meteorring. Ah, war das der relativ coole? Ein magischer Ring, der dem Träger die Helligkeit der Sternenschnuppe verleiht und seine Angriffschancen um den Faktor 1 erhöht. Ja, gute Frage, ob das jetzt das war. Ich glaube, ich mache mal kurz den Smaragdring weg, einfach nur mal das Ding zu probieren. Wenn es nämlich das ist, was ich denke, dann ist das ziemlich cool. Eine Xbox! Und damit meine ich jetzt nicht die Konsole, sondern eine Waffe Xbox.
welche für Opera gedacht wäre. Ja, und da haben wir auch schon dieses starke Vieh. Ja, und ich renne natürlich gleich in die Flammen rein. Cloud. Ja, seht ihr das? Ich treffe doppelt mit einem normalen Schlag. Ich kann jetzt also doppelt mit einem normalen Schlag treffen, was auch ganz schön cool ist. Und ich denke, ich behalte den auch erstmal drin. Das heißt aber auch, dass ich jetzt erstmal Ash in den Smaragdring geben kann. So. Und einen Stahlhelm. Welcher gut für Cloud ist. Sehr schön. Ach ja, genau. So. Es ist eine Glasstatue eines Kämpfers. 3-O steht hier geschrieben. Jo, ihr könnt euch das aufstellen, schreiben. An dritter Stelle ein O. Ich glaube, ich schreibe mir das auch mal auf. Sonst werde ich das wahrscheinlich vergessen. Das wäre nicht gut, das jetzt zu vergessen. Ah, seht ihr, Kopfspalter? Bam! Ah, ich glaube, das habe ich euch schon mal gezeigt, insofern. Ah, und wieder rennen wir zu dritt diesmal, sogar mit Monster in einer Reihe. So. Nur noch eins übrig. Komm her. Mistvieh. Nein, es sind noch zwei übrig. Oh, 2000 Schaden, nicht schlecht. Komm her, du Mistvieh. Bam! Erwischt. Ah, fuck. Und das war's, jawohl. Gut. Wäre das auch geschafft. Einen Moment kurz. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ich habe mir nur kurz was zu schreiben genommen. Denn ich weiß das eine Ding jetzt auch nicht mehr auswendig. Ah ja, hier könnt ihr rein. Das solltet ihr auch rein. Hier gibt es ein Wappenschild. Wie es natürlich auch sehr schön ist. Hier gibt es einen Schwindler. Eins der wahrscheinlich nützlichsten Items hier. Und ja, das sind verdammt heftige Gegner. Ihr seht bestimmt hier das Mistvieh, das mich gerade geschlagen hat. Um das werde ich mich jetzt erstmal kümmern. Denn das Vieh ist wieder so ein Zauberding. Und das Vieh kann Gewitterwolke. Eine sogar noch stärkere Attacke als Gewitter. Und die will man nicht wirklich abbekommen hier. So. Ich werde euch gleich den Schwindler benutzen. Aber erstmal will ich kurz noch Citro. Musiksoftware. Okay. So. Den Schwindler gebt ihr am besten jemanden, den ihr nicht in eurem Team habt. Zum Beispiel jetzt Celine. Denn er bringt wirklich nichts. Ein geheimnisvolles Armband, das Glück anzieht. Es macht einen schwächer gegenüber Wasser. Den Ausrüstungsassistenten lasse ich trotzdem an. So. Und ich erhalte Mithril. Warum? Ja, wenn man Schwindler drin hat, erhält man Items einfach während des Rumlaufens. Es ist eine Glasstatue eines Kämpfers. 5A steht hier. Okay. 5A. Okay, 3-0 und 5A haben wir jetzt. Eine Lähmungskur. Ein Saphir. Eine Aquabeere. Ein magisches Tuch. Es ist eine Glasstatue eines Kämpfers. 5A steht hier geschrieben. Okay. So. Weiter geht's. Okay, wieder solche Gegner. Und da kommt ein Traktorstrahl gegen Ashton. Und der trifft auch. Sehr nett. Ich kümmere mich am besten erstmal um die Fee. Gut. Ashton greift halt das Vieh mal an. Okay. So, jetzt aber. Bam. So. Der hat das auch geschafft. Und Cloudland Messerexplosion. Jawohl. Das ist eine meiner Lieblingsattacken und wahrscheinlich auch an sich eine der Attacken, die am häufigsten genutzt wird für Cloud. Und für die können wir erstmal Luftschnitt wegmachen.
Und jetzt bin ich doch am überlegen, ob ich glaube vielleicht doch den Smaragdring wiedergebe. Und ich glaube, das werde ich auch tun. Einfach aus dem Grund, weil das ich diese Attacke jetzt wahrscheinlich lange spammen werde. Und die halt doch relativ viel, ja, MP verbraucht. Aber sie halt auch so nützlich ist, dass das... Ach, komm jetzt. Aber sie ist halt auch so nützlich, diese Attacke, dass ich dafür gerne das mache. Ich gebe einfach jetzt Ash in die Meteorie. So. Und ich habe vorhin mit Trill erhalten. Deswegen werde ich jetzt hier speichern. Denn das war das, was ich brauchte. Denn jetzt können wir erstmal bei unter Fertigkeiten bei Cloud was gucken. Ah, verdammt. Individuell. So, das brauche ich jetzt irgendwie. Ich weiß allerdings nicht, wie wir das genau kriegen. Deswegen versuche ich jetzt einfach was. Orakel wollte ich auch nicht lernen. Taschendiebstahl auch nicht. Mist. Identifizieren, Metallarbeit, Alchemie. Okay, wie lerne ich jetzt individuell? Das würde ich jetzt sehr gerne wissen. Ich habe nur noch 10. Alle identifizieren gelernt. Das interessiert mich jetzt nicht so. Werkzeugkunde. Vielleicht hätte ich das noch machen sollen. Ah, Mist. Okay. Das bringt mir jetzt gerade noch nichts. Müssen wir beim nächsten Level-Up dann machen. Bei denen machen wir noch kurz Anstrengung hoch. So. Speichern trotzdem nochmal. So. Ich wollte gerade noch irgendwas sagen. Ich weiß jetzt aber nicht was. Was war denn das, was ich jetzt sagen wollte? Wir haben jetzt super Spezialfähigkeiten, Verständnis. Das hat man schon. Ah ja, genau. Wir rennen ja die ganze Zeit mit Übung rum. Das heißt, wir könnten eigentlich stärker sein, als wir sind, aber naja. So, eine Übungsstunde 4K. Okay, jetzt weiß ich, glaube ich, wieder, was das Lösungswort war. Da drüben steht noch einer. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das der Typ ist, den wir reden müssen. Aber ja, wir gehen dann nochmal hin. Keine Sorge. Ja, das ist gerade nicht sehr nett, dass hier drei solche Viecher sind. Aber falls es den einen angreift, greife ich jetzt den hier an. Ja, und das war Messerexplosion. Wie ihr seht, man kann das ziemlich ineinander nutzen und es ist auch ziemlich stark. Ashen und Rena steigen ein Level, sehr schön. Wir gehen kurz erstmal hier hoch, wir kommen dann wieder runter. So, da steht einer. 1A, das heißt, der erste Buchstabe ist ein A. Upsa. So. Und an der Stelle beende ich jetzt diesen Part. Ich bin Marse15, das war Let's Play Star Ocean The Second Story für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und tschüss.